ständig an sich selbst zu zweifeln und wenn man genau hinguckt, eigentlich auch gar nicht wirklich zu wissen, wer man ist und welche Identität man eigentlich hat, wenn man sich immer nur darauf fokussiert, was andere im Umfeld wollen, das alles können Auswirkungen sein, wenn man mit einer stark narzisstischen Mutter aufgewachsen ist und vielleicht auch noch heute in ihrem Umfeld lebt. Was können es noch für Punkte sein? Das schauen wir uns heute einmal genauer an. Hi, ich bin Marie. Schön, dass du da bist. Vielleicht auch wieder da bist. Ja, zum Thema feuerdeckter Narzissmus haben wir schon viel gemacht, auch innerhalb der Familie. Mir ist aufgefallen, wir sind noch gar nicht mal genau darauf eingegangen, wenn man eine verdeckt narzisstische Mutter hat. Ja, wie ist das eigentlich? Was für Auswirkungen kann das auf die Tochter haben? Wie sieht das eigentlich aus, ja, früher als Kind, Jugendlicher oder auch heute als Erwachsener, wenn man noch Kontakt zu der Mutter hat, vielleicht auch nicht oder sie vielleicht auch gar nicht mehr lebt? Wenn ihr eigene Gedanken habt zum Thema, super gerne schreibt es in die Kommentare, können wir uns natürlich auch austauschen. Und ansonsten abonniert auch super gerne meinen Kanal, dann verpasst ihr auch kein Video mehr. Hier gibt es, Narzissmus ist hier natürlich ein Thema auf meinem Kanal. Dann auch, was hat das für Auswirkungen vielleicht auch. Aber auch psychische Gesundheit finde ich total wichtig und gesunder Selbstwert. Denn das werdet ihr auch gleich merken, auch das ist leider ein Riesenproblem, wenn man so aufgewachsen ist, dass es einem daran vielleicht manchmal fehlt. Aber, und das gucken wir im Video eben auch, was für Punkte gibt es, warum machen Mütter das, aber ja, welche Auswirkungen hat es? Was kann man auch selber eben heute machen, wenn man so aufgewachsen ist? Ja, wir starten gleich mal hier in die Punkte. Ich möchte euch auch vorab nochmal sagen, ich habe einen ganz spannenden Artikel auch neulich gelesen, von der, ich muss mal ablesen hier, Mary Ann Little, PhD, ist klinische Psychologin und Lehrbeauftragte an der University of Texas Medical Center in Dallas. Und sie hat, wie gesagt, diesen Artikel veröffentlicht. Sie hat auch darauf nämlich auch teilweise hier Bezug auf diesen Artikel. Das heißt, es sind meine Punkte gemischt mit den Punkten von der Mary Ann Little. Und die hat ein paar Artikel auch selber einfließen lassen, also ein paar Studien aus dem Jahr 2023, also relativ aktuell auch, ne? Und wie gesagt, ein Punkt macht ihr auch noch lange kein krankes Gegenüber aus, das wisst ihr bei mir auch. Aber es macht durchaus mal Sinn, wenn ihr da jetzt merkt, oh, dass ihr da vielleicht mal ein bisschen genauer hinschaut. Das erste ist ja Verwirrung der Selbstwahrnehmung, habe ich es genannt. Das heißt, Außenbild und Innenbild in solchen Familien, wenn man so aufgewachsen ist mit so einer narzisstischen Mutter, verdeckt narzisstischen Mutter oftmals, das ist eben auch sehr verwirrend, ne? Denn gerade verdeckte Narzissten, das wisst ihr ja, die zeigen sich immer sehr aufopfernd nach außen, ne? Vollkommen desinteressiert, aber eben nach innen. Sie sind scheinbar so unschuldig, sie wirken so sensibel und so nett auf den ersten Blick. Und wenn man aber hinter die verschlossenen Türen eben schaut, dann sieht es da eben ganz anders aus. Eine Mutter kann sehr, sehr zornig werden, sehr wütend, wie so ein Vulkan manchmal ausbrechen und ja auch um sich schlagen. Da sind wir aber im Extrembereich. Leider, leider kann auch Gewalt dort ein Thema sein in solchen Elternhäusern, wenn man so aufgewachsen ist, worüber aber natürlich nicht geredet wird. Sie predigen sehr häufig nach außen die Gerechtigkeit und innerhalb der Familien bevorzugen sie aber einzelne Geschwister. Also ihr seht, da sind ein paar Sachen, die einfach nicht stimmen. Das zweite ist die emotionale Verkümmerung, habe ich es genannt, durch fehlende emotionale Fürsorge. So eine verdeckt narzisstische Mutter, die konzentriert sich vor allem auf eine Person in ihrem Leben, nämlich sich selber. Sie ist, wenn ihr genau hinguckt, auch wirklich unfähig, sich in andere und auch in Kinder und auch in Kinderdenken, in Kinderverhalten und auch in das, was Kinder brauchen, wirklich einzufühlen. Das passt aber oft gar nicht zu diesem Selbstbild, das diese verdeckt narzisstischen Mütter haben. Sie bezeichnen sich nicht selbst als sehr sensibel, mitunter auch sogar hochsensibel. Und das wollen sie nach außen eben so präsentieren, dass sie besonders ja, einfühlend nach außen wirken und vielleicht auch so ein bisschen zerbrechlich. Das kann sich in ihrem Verhalten zeigen, manchmal aber auch in ihrer Stimme. Ihr wisst ja, Sprache von Narzissten, hier oben, hier unten. Deswegen werdet ihr bei dem Beispiel bei mir auch manchmal merken, wenn so ein bisschen jetzt die Stimme von mir ein bisschen verstellt ist oder so, das machen sie eben sehr oft, denn darüber versuchen sie nicht selten eben auch ihre Ziele zu erreichen. Und dabei sind sie, wenn man genau hinguckt, eben gar nicht besonders sensibel oder hochsensibel oder so und können sich so besonders gut in andere reinversetzen. Nein, sie sind eben sehr empfindlich, wenn ihr genau hinguckt
und alles andere als fürsorglich ihren eigenen Kindern. Jetzt stell dich mal nicht so an. Diese Worte, die halten immer noch in Leas Kopf. Dann, wenn sie jetzt als Erwachsene mal wieder mit sich rang, ob sie jetzt zum Arzt gehen sollte oder doch eher zur Arbeit. Denn das sagte ihre Mutter so oft zu ihr. Sie kannte es als Kind auch nicht anders, dass zum Arzt eigentlich nur gegangen wurde, wenn es ihr wahnsinnig schlecht ging. Nicht selten, manchmal auch erst dann, wenn irgendwer im Freundeskreis der Mutter vielleicht mal sagte, sag mal, willst du mit dem krassen Ausschlag von der Kleinen auf der Haut nicht vielleicht mal zum Arzt gehen? Ihre Mutter war genervt, aber beim Arzt tat sie, als wäre die sie fürsorgliche und sich sorgende Mutter. Mit ganz freundlichen, lieben, fast übertriebenen Ton, aber zu Hause hatte sie diesen ganz krassen Blick und diese krasse Art an sich, wenn Lea mal wieder Ärger machte und irgendwie auffiel und den Alltag der Mutter mit einer Erkrankung beispielsweise durcheinander brachte. So war Lea halt heute immer noch. Sie lebte alleine, ja, und war ziemlich streng zu sich selber. Sie schleppte sich fast immer, fast todkrank irgendwie, auf die Arbeit. Sie kannte es nicht anders. Anderen sagte sie immer, Mensch, bleib doch zu Hause. Und sie kümmerte sich rührend um Leute in ihrem Haus. Dort war so eine ältere Frau, der half sie regelmäßig zu Hause so ein bisschen aufzuräumen und zu putzen. Wenn ihre Freundin was hatte, war sie die Erste, egal was sie zu tun hatte, dorthin zu kommen und der Freundin vielleicht auch mal sogar was zu kochen, wenn diese auch krank war. Aber ihr Umfeld wiederum kümmerte sich eigentlich nicht wirklich um sie. Wenn sie mal wirklich krank war, ja, dann hörten die Leute vielleicht auch mal zu, aber dass für sie mal jemand etwas machte, mal vorbeikam, ja, auf die Idee kam auch gar keiner. Sie wüsste aber auch überhaupt gar nicht, ob sie es annehmen würde, denn sie wollte ja niemanden zur Last fallen und sie hatte immer das Gefühl, wenn etwas war, sie stellte sich doch zu sehr an. So war es eben auch leider in ihren Beziehungen, Partnerschaften, die sie hatte. Sie sehnte sich so sehr nach einer liebevollen Beziehung, jemanden, der sich kümmerte. Aber ihren Freunden war es immer das Gleiche. Am Anfang hatten sie Riesenpläne und wollten teilweise ihr auch total helfen in ihrer Wohnung oder wenn sie irgendwelche Anschaffungen machte. Aber es dauerte nicht lange, da kippte das Ganze. Ihr half eigentlich niemand von ihren Freunden, ihren Partnern, sondern sie war immer diejenige, die sich wie so eine Mutter, und so fühlte sie sich manchmal auch, wie die Ersatzmutter ihrer Partner kümmerte. Und das ist auch eben etwas, deswegen sage ich das auch, diese emotionale Verkümmerung sozusagen. Verkümmerung meine ich nicht, dass diese Töchter, diese Mütter nicht einfühlen können oder so, sondern im Gegenteil, sie wissen manchmal einfach gar nicht, dass es vielleicht auch darum geht manchmal, dass sich Menschen um sie kümmern und dass sie eben auch auf sich achten. Ich habe das eben gesagt, die Lea schleppt sich da zum Arzt, das muss sie ja gar nicht. Aber da ist diese strenge Mutter, und das habt ihr auch sehr oft, die dann immer wieder auftaucht und sagt, ja Lea, nun mach doch mal. Im Übrigen will ich euch auch gleich den Hinweis geben, in meinem aktuellen Buch, ich habe es euch hier unten auch nochmal verlinkt, gehe ich auf dieses Thema, wisst ihr, Narzissmus in der Familie und auch narzisstische Mutter nochmal ein, auch die Rolle, wenn man Sohn, Tochter ist, was das eben machen kann, deswegen das Video passt da auch ganz gut zu, aber hat natürlich auch einen ganzen Schwung Tipps. Schaut da gerne mal rein, Leseproben habe ich da auch. Das nächste ist, keine eigene Identität durch emotionale Verstrickung mit der Mutter. Häufig kann es leider sein, dass auch diese Kinder, ihr wisst ja, Narzissten, wenn ihr schon ein paar Videos von mir geschaut habt, sind häufig die Erweiterung sozusagen ihrer Mutter. Das Kind soll das oft werden, was die Mutter eben nicht war, was sie sich nicht traute oder auch was sie einfach nicht erreichte, weil sie einfach verdammt faul war. Aber sie fantasierte immer herum, ja, wenn das Kind nicht gewesen wäre, wenn die Situation eine andere gewesen wäre, dann wäre ich, ja, und dann kommen möglichst oft, wirklich sehr oft, so ganz merkwürdige Ideen, dann wäre ich heute Managerin, dann hätte ich heute mein eigenes Kosmetikstudio, dann wäre ich heute ganz erfolgreich hier und da. Und oft sind leider auch diese Kinder, also die Töchter, auch schuld, dass das, und Söhne auch, dass das eben nicht geklappt hat. Und so projizieren sie eben alle Wünsche, alles, was sie selber wollten, auf dieses Kind. Das heißt, das Kind, die Tochter in dem Fall, kann gar keine eigene Identität aufbauen, weil sie eigentlich immer nur schaut, was mag Mami, was nicht, was hat sie für mich sich überlegt und geht in eine Richtung, sowohl privat als auch beruflich, die die Mutter wollte,
aber man selber merkt, und das ist immer so eine Sache, wenn ihr älter werdet, ihr merkt vielleicht irgendwann, wenn ihr in so einer Situation gewesen seid, so eine Leere. Was bin ich? Wer bin ich eigentlich? Was will ich eigentlich? Ich mag doch überhaupt gar nicht irgendwie, wenn ihr Medizin studieren solltet, vielleicht erfolgreiche Ärztin sogar, denkt aber, ja, das ist ganz nett, aber an sich wollte ich immer irgendwas komplett anderes machen. Ich war handwerklich so begabt und hätte viel lieber Kfz-Mechanikerin werden wollen, also komplett was anderes. Aber meine Mutter wollte das ja so gern. Und da kann eine gewisse Leere natürlich auch auftauchen. Und tatsächlich so eine Art, ich nenne es mal ganz krass, Identitätskrise. Also man weiß gar nicht, ne, an welchem Punkt bin ich eigentlich und wie komme ich da, bin ich da eigentlich hingekommen sozusagen. So geht's auch Silke. Silke, die war leer. Silke war einfach nur leer. Sie saß dann nun mit ihrem Mann, dem Kind, mit dem Haus, das sie mit ihrem Mann gemeinsam abbezahlte. Ihre Mutter, die wohnte um die Ecke, sie passte auf die Kinder oft, auf das Kind oft auf. Sie kam auch wirklich oft zu Besuch. Silke war Psychologin geworden, was die Mutter so gerne wollte, es aber selbst nie gemacht hatte. Ja, und Silke, die war eigentlich schuld. Sie fühlte sich schuldig, denn die Mutter, die hatte ihr Abitur gemacht und hatte dann erst ersten zwei Semester angefangen, aber dann wurde sie eben schwanger. Und dann blieb sie eben auch zu Hause bei dem Kind. Und Silke, das sagte ihre Mutter oft, war ein wirklich anstrengendes Kind. Silkes Schwester hatte oftmals sehr, sehr starke Probleme. Also drehte sich eigentlich auch immer alles um sie. Ja, und so fiel Silke quasi nie auf. Und sie wurde auch so erzogen, dass sie eben nicht ausfallen sollte. Im Gegenteil, sie hatte so ein bisschen das Gefühl, sie war so das Kind, das die Mutter eben stolz machen sollte. Und die Mutter sagte ihr sehr früh, dass sie doch vielleicht Psychologie studiert. Es ist sowas Spannendes irgendwie auch. Und sie hätte es so gerne gemacht, hatte nicht die Möglichkeiten. Ja, und das Ganze war nun bei Silke irgendwie gelandet. Sie hatte alles geschafft, tolle Noten. Sie hatte dieses Studium gemacht, die Weiterbildung eben auch. Aber ja, dann sagte ihre Mutter irgendwann, oh Silke, ich würde so gerne ein Enkelkind. Und du weißt, deine Schwester Mara, das wird wohl nichts werden mit der. Ja, und so, Silke wollte eigentlich wollte sie gar keine Kinder. Sie hatte ein paar andere Ideen und Pläne. Sie reiste so unfassbar gerne, aber sie wollte ihre Mutter eben auch nicht enttäuschen. Ja, und dann hatte sie Marc kennengelernt auf einer Party. Marc war auch Mediziner, das gefiel der Mutter sofort. Sie hatte sofort eine Connection zu Marc und meinte, Marc ist es doch. Er behandelte Silke eigentlich gar nicht so wirklich gut, aber Silke hatte das Gefühl, ach, das wird schon werden. Eine Beziehung ist halt nicht immer toll und gründete mit ihm nun eine Familie. Ja, und dann bauten sie das Haus in der Nähe der Mutter. Die Mutter hatte noch so ein kleines Grundstück und das war in der Nähe von dem Haus. Und das konnten sie dann auch direkt nutzen. Es war alles so praktisch, ja. Und nun saß sie da aber. Silke hatte immer wieder Phasen, in denen es ihr richtig, richtig schlecht ging. Sie konnte immer gar nicht so richtig wissen, warum. Und manchmal, wenn sie dann so joggte, sie war nämlich begeisterte Läuferin, da kamen ihr so die Gedanken. Dann guckte sie in die Natur und dann dachte sie, eigentlich habe ich mir mein Leben doch vielleicht auch anders vorgestellt. Man kann ja auch ganz anders leben. Denn sie verfolgte heimlich oft auch in ihren Videos auf Instagram, auf YouTube, irgendwelche Reiseblogger manchmal, Leute, die vielleicht auch ganz andere Lebenskonzepte hatten, in verschiedenen Ländern lebten. Aber sie fühlte sich ja mit Marc, mit dem Kind, sie hatte doch an sich alles, das sagten ja auch immer alle, aber sie fühlte sich unfassbar leer. War sie das? Wollte sie so leben? Und plötzlich kamen ihr immer mehr Zweifel. Und sie merkte auch, wie sie diese Zweifel langsam irgendwie nicht mehr wegbekam und wusste aber auch so richtig nicht, was sie eigentlich da wollte. Ja, das sind so Sachen, das war jetzt eine relativ lange Geschichte. Ich will euch aber so ein paar Aspekte einfach daraus mal sagen. Also wie gesagt, eben diese Projektion der Mutter auf das Kind. Oft habt ihr diese Kombination mit Geschwistern. Es gibt eben ein Kind, das das dann machen soll, was die Mutter möchte, eine Tochter oft. Und dann, wie gesagt, kommen diese Töchter manchmal echt in dieses Fahrwasser. Und deswegen kann es auch sein, dass ihr heute nicht 20 seid und ein bisschen älter, scheinbar alles habt, aber dann ja dort vielleicht an so einem Tisch sitzt und einfach mega unglücklich seid. Was nicht heißt, dass ihr das vielleicht auch alles super bereut, ja, aber trotzdem ein großes Fragezeichen vielleicht auch habt und es euch manchmal phasenweise auch sehr schlecht geht. Also das kann wirklich auch eine Auswirkung aus so einem Elternhaus eben sein. Ja, man kann auch super
krasse Selbstwertprobleme durch zu wenig oder eben Nichtbeachtung und Wahrnehmung der eigenen Kinder durch so eine verdeckt narzisstische Mutter haben. Ihr müsst darauf mal achten, stark narzisstische Mütter, auch verdeckt narzisstische Mütter, nehmen eigentlich überhaupt gar keine Rücksicht auf die Gefühle der eigenen Kinder. Die Bedürfnisse des Kindes werden nicht geschätzt, werden nicht ernst genommen, werden häufig auch leider nicht erfüllt und auch nicht mal mehr erkannt. Oftmals werden, das muss ich noch kurz ergänzen, fällt mir gerade ein, eben diese Kinder auch eher so ein bisschen in die Richtung geschoben, die gar nicht mehr zu äußern, diese Wünsche, weil sie schon sehr früh merken, wenn ich jetzt hier meine Wünsche äußere, wenn ich quasi auffalle, dann ja, wird die Stimmung eher schlecht. Man nervt vielleicht die Mutter auch und das führt dann dazu, als Kind zu lernen, oh, wenn ich das mache, dann höre ich damit lieber auf und das ist natürlich wirklich auch fatal. Die elterliche Unsensibilität behindert den Entwicklungsfortschritt des Kindes und führt eben zu einem geringen Selbstvertrauen und das ist natürlich super fatal. Also weil, wenn ihr in einem gesunden Elternhaus aufwachst, werdet ihr natürlich auch ernst genommen. Eure Wünsche, es wird eben auch geschaut, es kann nicht alles in Erfüllung gehen. Aber es wird eben der ganzen Sache auch Beachtung geschenkt. Ganz banale Sache manchmal. Vielleicht, wo fahren wir in Urlaub hin? Damit meine ich nicht, dass Kinder immer aussuchen, wo man Urlaub hinfährt. Aber es wird auf jeden Fall ab einem gewissen Alter oder auch wenn sie etwas kleiner sind, kindgerecht eben, wird das Ganze mit aufgenommen und man bespricht das eben auch. Oder wie die Kinder ihr Zimmer vielleicht auch eingerichtet haben möchten. Es geht nicht darum, da irgendwie praktisch was Günstiges irgendwo hinzustellen. Damit meine ich auch nicht, wenn man es sich finanziell vielleicht nicht erlauben kann, immer das Neueste zu kaufen. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, ein Kind eben ja so zu behandeln, es eben wertzuschätzen, die Meinung wertzuschätzen und zu gucken, dass man es im Rahmen der Möglichkeiten eben machen kann. Und das habt ihr in solchen Eltern eben nicht. Und das ist natürlich etwas, da lernt natürlich ein Kind als Kind und leider noch als Erwachsener, naja, meine Meinung und ich bin da nichts wert. Und das ist natürlich fatal. Ich habe hier auch noch ein paar Beispiele. Kinder werden nicht gefragt, im Restaurant wird einfach bestellt. Die Schule wird eben einfach ausgesucht, ne, wenn es irgendeinen Schulwechsel vielleicht auch gibt. Und Freunde zum Geburtstag werden eben so eingeladen, wie die Mutter das ganz gerne möchte. Wenn ein Kind traurig ist, dann wird eben von der verdeckten narzisstischen Mutter auch gar nicht wirklich nachgefragt. Die Wünsche von Kindern nach Ruhe vielleicht auch und nach materiellen Dingen, vielleicht auch Kleidung, werden nicht berücksichtigt. Begabungen werden nicht geschätzt von solchen Müttern, sondern eher belächelt und abgewertet. Und noch schlimmer kommt es dann, da habt ihr den Extrembereich aber auch, das, was das Kind, seine Tochter nicht kann, das wird eher fokussiert. Ich habe sie genannt Blockflöte, Schlagzeug, dann irgendwie so ein klassischer Tanzkurs anstatt irgendwie Streetdance oder so. Ja, also es wird eher immer geguckt, was gut ins Außenbild passt, was vielleicht auch günstig ist einfach auch und für die Eltern auch mit am bequemsten. Oder das eben auch, ne, dieses Me and Mini-Me, was die Mutter vielleicht gerne mal gemacht hätte, selber zu faul war und das Kind nun machen soll. Und das sind alles so Sachen, womit ich, wie gesagt, nicht sagen will, dass wenn man kann nicht immer da im Restaurant, vielleicht muss es manchmal auch schnell gehen oder so, aber es wird sich nicht mal mehr Mühe gegeben, das Kind mit einzubeziehen und diesem Kind und seiner Meinung einen Wert zu geben. Und das ist wirklich fatal, eben auch als Erwachsener, weil wenn ihr es als Kind so lernt, ich habe euch sehr oft schon gesagt, ihr kommt vielleicht ins Fahrwasser, narzisstisches Umfeld zu haben, dann geht das da leider auch oft so weiter. Aber man fühlt sich dann immer schlechter. Das nächste ist Perfektionismus und Angst durch die geringe Frustrationstoleranz der Eltern. Da habe ich was Spannendes in diesem erwähnten Artikel. Wie gesagt, habe ich euch hier unten und hier oben auch nochmal, nee, hier unten habe ich es euch verlinkt. Schaut gerne nochmal. Auf meinem Blog könnt ihr auch gucken, da ist es auch. Ja, die Eltern sind leicht frustriert über kindliches Fehlverhalten sozusagen und neigen zu harschen Reaktionen gegenüber dem Kind. Ne, so, jetzt gib mal her, mach doch mal, jetzt sei doch mal ruhig. Ja, stell dich da mal so hin, ja, lächel doch mal, also solche Sachen eben auch und auch in diesem Tonfall. Also auch verdeckt narzisstische Mütter, müssen wir darauf achten, die zischen oft so, die sagen oft so kleine Sachen sehr, sehr streng. Sie glauben eben, dass schlechtes Verhalten des Kindes ein schlechtes Licht sozusagen auf sie wirft und das eben ihr selbst eigenes, grandioses Selbstkonzept, was schon narzisstische Menschen oftmals haben,
bedroht wird. Also nach dem Motto, wenn mein Kind jetzt hier auf dem Foto nicht niedlich schaut, wenn mein Kind sich jetzt nicht lieb und nett quasi benimmt, ja, so mitläuft, dann fällt das negativ auf mich selbst als Mutter zurück. Dabei, hey, Kinder sind eben Kinder. Die sind nicht, die machen nicht immer das, was man selber möchte, was ja auch gut ist. Sie sind eben eigene kleine Menschen, die auch größer werden. Aber das akzeptieren sie nicht. Sie haben viel mehr Angst. Oh, wenn das jetzt nicht so läuft, was sagt das über mich aus? Die geringe Frustrationstoleranz der Eltern führt zur Dysregulation beim Kind und zu unreifen Bewältigungsstrategien, die von Perfektionismus manchmal sein können. Kann eine Auswirkung sein, ne? Habe ich hier oben und hier unten auch nochmal was. Wutanfälle. Kann auch sein natürlich manchmal auch, ne, dass ihr vielleicht mit Wut auch nicht umgehen gelernt habt und dann irgendwie nie das äußert und plötzlich werdet ihr wütend, aber oftmals leider dann auf euch selber sozusagen auch, ne, im Extremfall autoaggressives Verhalten vielleicht auch und die Angst, und Angst kann auch eine Auswirkung sein, bis hin zu wirklichem Rückzug, also dass ihr euch wirklich total zurückzieht, auch aus der Gesellschaft so ein bisschen, was natürlich auch fatal ist, ne. Helen machte es selbst schon fertig. Lisa saß sie auf der Arbeit, alle waren schon wieder mal weg und sie prüfte den Pitch nun wirklich zum 100. Mal. Sie wollte einfach absolut keine Fehler machen. Dabei, wenn man genau hinguckte, machte Helen das eigentlich auch überhaupt gar nicht. Aber neulich, ja, da kritisierte sie eine Kollegin, weil sie eine Farbe nicht ganz korrekt ausgewählt hatte. Das alleine, dass die Kollegin ihr das sagte, es ist niemandem aufgefallen, aber Helen machte es wirklich fertig. Es kostete sie mehrere schlaflose Nächte und zahlreiche Entschuldigungen. Immer wieder dieses, ich bin einfach nicht gut, ich bin nicht genug Gefühl, das, was sie da in sich hatte. Ja, und dann waren da manchmal ihre Wutanfälle. Aber das waren keine Wutanfälle nach außen. Das waren die Wutanfälle auf sie selbst. Das waren Wutanfälle, die niemand sonst mitbekam. Das waren die, die zu Hause sich eben abspielten. Zu Hause, wenn sie wieder schimpfte, aber auf sich selber eben auch. Und das tat ihr manchmal danach selber schon, wie böse sie da auch mit sich selbst rede. Sie schimpfte vor sich hin, sie machte sich runter. Dann, wenn sie quasi vermeintlich wieder mal einen Fehler gemacht hatte. Und das, wenn sie genau hinguckte, so wie ihre Mutter das früher auch gemacht hatte. Danach fühlte sie sich ganz kurz besser. Aber danach wurde sie, wie gesagt, betroffen und auch traurig. Sie war oft mit all dem überfordert, aber kam aus den Schleifen kaum raus. Also das ist jetzt natürlich ein sehr extremes Beispiel, auch sehr extrem, aber es kann natürlich eine Auswirkung eben sein aus so einem Elternhaus. Und darauf könnt ihr wirklich mal achten. Da passiert das vielleicht mal, dann könnt ihr auf Forschungsreise gehen. Und wenn ihr dazu auch mal generell Fragen habt oder so, können wir auch immer gerne mal sprechen, telefonisch oder auch per Videocall. Das nächste ist Punkt 6, Selbstunsicherheit durch ständige Kontrolle und Kritik. Wenn ihr so aufgewachsen seid, da ist diese Mutter, diese perfektionistische Mutter, auch euer größter Kritiker. Aber, so muss man auch sagen, halt blöderweise immer so hinter den Kulissen eben auch, ne? Alles, was man als Kind machte oder vieles, war einfach ganz, ganz schlecht. Und so eine verdeckt narzisstische Mutter wollte einfach auch alles wissen. Ihr wisst ja, Narzissten sind wahnsinnig neugierig, aber nicht, weil sie anderen helfen wollen, sondern weil sie das oftmals eben auch gegen andere Menschen verwenden, das muss man auch sagen. Solche Mütter erschleichen sich das Vertrauen, übertreten auch Grenzen, um eben eine gewisse Kontrolle über diese Kinder. Und da könnt ihr auch, das ist als Kind, Jugendlicher, auch als Erwachsener, diese Kontrolle eben zu halten. Das kann als Kind sein, dass sie Tagebücher einfach lesen, dass sie die Freunde so komisch ausfragen und jetzt vielleicht als Erwachsener ja völlig grenzenlos mitunter irgendwelche, dem Partner irgendwelche Fragen stellen, das eigene Kind, also das Enkelkind dann auszufragen über Sachen, die sie überhaupt nichts angehen. Also vielleicht, wenn man das Kind von der Omi holt, auf einmal kriegt man mit, was die Omi das Kind so gefragt hat. Ja? Oder auch ständig irgendwie auftauchen und sich reindrängen, auch mit in das Leben. Ja, Ines stand in der Küche und rührte da ihre Muffins an. Da hörte sie schon wieder ihre Mutter irgendwie, die aber gar nicht anwesend war. Oh, dieses elendige Zuckerzeug. Dann dachte sie noch daran, ihre Mutter,
in der Küche, wenn sie mit ihr in der Küche war, immer ständig alles kontrollierte und abwertete, was Ines tat. Denn Ines liebte es, schon als Kind, Jugendliche, wenn sie sich daran erinnerte, in der Küche zu backen. Backen war so ein bisschen ihre Leidenschaft, aber ihre Mutter wertete alles ab. Sie wusste alles besser und nahm sie auch bei dem, was sie machte, immer nicht ernst. Sie machte sie ständig runter, ja, was sie dort in der Küche machte, auch später ihren Kleidergeschmack. Mensch, Ines, jetzt das trag doch mal nicht so enges Zeug irgendwie auch. Das sieht doch irgendwie komisch aus, ja. Ines sollte ihre Storchenbeine, wie ihre Mutter sie immer nannte, weil Ines war recht groß gewachsen, auch relativ schlank, sollte sie verdecken mit möglichst weiten Kleidern. Ihre Haare schnitt sie ihr mehrfach als Kind selber und schnitt sie ihr auch ab. Sie sollte sie gefälligst mal nicht so lang tragen. Das sagte sie ja heute auch noch als Erwachsene. Das würde ihr Gesicht doch immer so merkwürdig runterziehen. Ja, und manchmal gab es aber auch so komisch vertrauenswürdige Situationen, in denen Ines als Kind, Jugendliche und heute auch noch als Erwachsene irgendwie Hoffnung schöpfte. Dann fragte ihre Mutter irgendwie auch nach, auch wenn es Ines bei einer Trennung vielleicht mal nicht so wirklich gut ging. Und es dauerte aber nicht lange, dann war das Ganze wieder verflogen und sie zog die Situation dann vor anderen ins Lächerliche. Ja, ja, unsere Ines mag gerne die etwas reiferen Männer, sagte sie da einmal in der Nachbarschaftsrunde. Aber, da muss man ja aufpassen, die sind ja oftmals nicht alleine. Ines lief hochrot an. Sie schämte sich so sehr, sie hat ihrer Mutter im Vertrauen erzählt, dass sie dort einen tollen Typen kennengelernt hatte, ja, der aber leider verheiratet war. Und sie war so hin und her gerissen, weil der ließ einfach nicht locker, sich bei ihr zu melden. Aber Ines, ja, wusste auch nicht so recht, was sie machen sollte und hat ihre Mutter um Rat gefragt. Und die zog das Ganze jetzt nach einiger Zeit ins Lächerliche. Also das habt ihr auch sehr oft, dass, wie gesagt, dadurch natürlich auch eine große, große Selbstunsicherheit eben ist. Also man hat als Erwachsener dann, sind so kleine Rührkuchengeschichten, ja, damit fängt es an. Es kann ins Große gehen, natürlich auch mit anderen Sachen, die im Leben ablaufen. Und dadurch wird aber, selbst durch so kleine Kuchensachen, fängt das an mit dem Selbstwert, dass man sich nicht selbst vertraut. Wenn ihr im gesunden Elternhaus aufwachst, werdet ihr gefördert darin, ja, eben Dinge auch auszuprobieren. Vielleicht ist ein Kuchen auch mal misslingt, ihr werdet vielleicht auch mal gelobt, um euch selber zu entwickeln. Ihr müsst deswegen kein Bäcker werden. Aber das sind so Sachen und das ist natürlich etwas, was für den Selbstwert der Kinder und eben auch als Erwachsener Gift ist. Und wenn ihr mit einer verdeckt narzisstischen Mutter eben aufwächst, kann das leider ein Punkt sein. Darauf könnt ihr durchaus mal achten. Ja, das nächste kann auch sein, ihr werdet zum Stimmungsfänger, ja, in Anführungsstrichen, und ständig angespannt auf der Hut eben zu sein, die Stimmung auch im Alltag immer aufzufangen von anderen Menschen. Den Stimmungsfänger, wenn ihr mein Buch gelesen habt, kennt ihr auch schon, wenn ihr meine Videos geschaut habt, eben auch, das haben wir schon sehr oft besprochen, ist leider eine Auswirkung eben auch aus solchen Elternhäusern. Narzissten haben eine Neigung zu emotionaler Dysregulation und extremen Reaktionen eben auch der eigenen Kinder gegenüber. Und es kommt eben zu ständigen Stimmungswechseln solcher Mütter. Eine vielleicht narzisstische Mutter kann super krass ihre Stimmung immer wieder auch wechseln. Ein Kind hat oft die Rolle, also eine Tochter in so einem Elternhaus, diese Stimmung der Mutter zu regulieren. Und ansonsten hat so ein Kind eben ein sehr schweres Leben sozusagen, wobei das Leben als Stimmungsfänger eben auch wahnsinnig anstrengend ist. Zu diesem, wisst ihr was, bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, das wird zu viel, ich habe hier oben und hier unten ein Video, oder nee, wisst ihr was, ich packe es euch hinten ran, dann könnt ihr es euch mal angucken, weil das finde ich nochmal sehr wichtig, in diese Stimmungsthematik vielleicht nochmal reinzugehen, wenn ihr jetzt merkt, okay, da passen so ein paar Punkte, das kann sehr hilfreich sein. Das nächste ist die verzerrte Wahrnehmung der Realität, da die Mutter sie einem falsch spiegelt. Oh, das ist auch super fatal. Die Welt ist dein Feind. Ihr wisst ja, statt narzisstische Menschen sehen Feinde quasi überall, oft sind so Familien wie so kleine Burgen, auf denen man dann sitzt. Und die Eltern oder die Mutter in dem Fall jetzt spiegelt einem auch immer, die da draußen reden schlecht über dich, die sind deine Feinde, du musst immer auf der Hut sein, weil jeder will dir eigentlich die ganze Zeit ans Leder, dass es gar nicht so ist. Darauf kommt man mitunter lange nicht. Das war als Kind so und das kann man als Kind aber eben einfach nicht sehen, als Jugendlicher auch nur schwer, weil man ja glaubt, was die Eltern sagen, das muss schon stimmen.
Im Artikel heißt es da zum Beispiel auch, Narzissten sind schlecht geeignet, dem Kind zu helfen, seine wahren Stärken und Schwächen eben zu erkennen, ein stabiles, realistisches, positives Selbstkonzept aufzubauen und eine unvoreingenommene, genauere Sicht auf die Welt zu vermitteln. Und das ist es eben. Wenn ihr schon so aufwachst, dann solltet ihr euch heute, wenn ihr erwachsen seid, keinen Vorwurf machen, wenn ihr sehr oft denkt, oh Gott, was denken die anderen über mich? Und auch vielleicht manchmal davon ausgeht, die denken total schlecht über euch. Glaubt mir mal. Erstmal, die wenigsten Menschen machen sich über euch Gedanken. Das ist jetzt gar nichts Schlimmes. Das heißt nicht, dass ihr nichts wert seid, aber müsst ihr mal selber darauf achten, wie oft ihr Menschen außen wahrnehmt und euch über andere auch unterhaltet. Bei stark narzisstischen Menschen ist es aber oft so, dass im Haushalt, man kriegt immer gespiegelt, alle unterhalten sich quasi nur über einen, das wollen die ja oft, und reden halt auch immer schlecht. Und da irgendwie das abzulegen und zu sagen, ich gehe jetzt mal unvoreingenommen irgendwie in die Welt, was nicht heißt, dass ihr naiv sein solltet. Ihr solltet natürlich auch schon gucken, dass es natürlich auch Menschen gibt, die es nicht gut mit euch meinen. Aber grundlegend erstmal in die Welt zu gehen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal davon aus, dass nicht jeder schlecht mit mir meint. Und das kann man wirklich eben verinnerlicht haben. Ne? Du kannst einfach wirklich keinem trauen. Oh, meine Güte, zischte wieder mal Mirandas Mutter. Sie saß vor ihrem Rechner und guckte die ganze Zeit eine Liste hoch und runter. Ja, die kleine Lisa guckte nur. Und Miranda sagte, Lisa, komm mal her, guck mal. Das ist meine beste Freundin. Weißt du, die Tante Maggie. Maggie hat gesagt gestern zu mir, ja, sie möchte zu diesem Bodystyling-Kurs wahrscheinlich nicht gehen. Sie weiß es noch nicht. Sie schaut auch noch mal nach. Und jetzt gucke ich, ja, und jetzt steht sie da angemeldet. Da siehst du mal wieder. Da musst du wirklich drauf achten. Du kannst wirklich niemandem trauen. Das ist Mamas beste Freundin. Ja, ja. Das ist immer das Gleiche. Die Menschen sind wirklich, du kannst niemandem trauen. Ja. Auf die Familie, da kannst du dich verlassen, aber da draußen, das kannst du wirklich lassen. Ja, und die Kleine guckte sie nur an und so war es eben die ganze Zeit. Ne? Wieder einmal hatte die angeblich beste Freundin der Mutter ganz schnell den Sprung gemacht von der besten Freundin, die sie gestern noch war, zur absoluten Erzfreundin, weil sie eben auf dieser Liste stand. Dass aber ihre Freundin ihr erst kurze Zeit später eine Nachricht schrieb mit der Info, du hast mich jetzt doch kurzfristig angemeldet, wäre cool, wenn du auch kommen würdest, klappt bei mir, das sagte Miranda der Kleinen irgendwie nicht. Und überall sah die Mutter halt auch Gefahr und dass ihr jemand ans Leder wollte. Und so wuchs sie auf und so war es die ganze Zeit. Und so wurde sie sehr, sehr unsicher eben auch später. Also das ist wirklich etwas, für Narzissten wechselt das ja immer, Freund oder Feind, das geht ganz schnell, je nachdem, wie das Umfeld sich so verhält. Und das kann echt sein, dass man deswegen, weil die sich natürlich auch, muss man auch sagen, oft mit Menschen umgeben, die auch manchmal sehr stark narzisstisch sind, dass man da ein sehr verzogenes Bild eben bekommt. Ja, jetzt ist die große Frage, warum machen verdeckt narzisstische Mütter das? Ein paar Punkte dazu. Man muss zum einen sagen, sie bekommen Kinder oft einfach aus sehr, sehr egoistischen Gründen. Es ist oftmals eine gesellschaftliche Anerkennung. Ne? Man bekommt quasi ein Kind. Es kann auch Gründe der Faulheit sozusagen haben. Jetzt werdet ihr sagen, Marie, hä, Kinder und dann faul sein? Ja, ihr wisst ja, Parentifizierung. Hier oben, hier unten. Das heißt, Kinder übernehmen quasi ganz früh schon Jobs zu Hause. Die werden quasi die Eltern ihrer eigenen Eltern. Ja, und das können sie dann eben auch ausleben, besonders auch, wenn sie viele Kinder haben. Dann haben sie eben auch kein Interesse, müsst ihr immer darauf achten, an den Kindern und einer gesunden Entwicklung. Sie selbst sind vielleicht auch mit stark narzisstischen Eltern aufgewachsen. Da müsst ihr vorsichtig sein. Das erklärt sehr, sehr viel, ne, wenn die so aufgewachsen sind. Aber es entschuldigt nichts. Denn selbst wenn man so aufgewachsen ist, kann man ja sehen, oh, hier stimmt vielleicht etwas nicht. Ich mache eine Therapie und ihr wisst, ja, man muss vielleicht lange auf den Therapieplatz warten, aber es gibt manchmal auch ganz kurzfristige Hilfe, durchaus. Und es ist trotzdem so, dass man sich in diesen Hilfestrang sozusagen durchaus bewegen kann. Stark narzisstische Menschen haben da aber über 1 Million Ausreden, warum das nicht geht. Sie brauchen ihre Zufuhr täglich. Ja, und wie ist das traurigerweise besser gewährleistet als durch die eigenen Kinder, die eben abhängig von ihr sind? Sie brauchen einen Blitzableiter für die eigene Wut, den eigenen Ärger, Frust, den sie in ihrem eigenen Leben eben haben. Und da ist eben auch so eine Tochter
die dann zu Hause wohnt, die da ist, die eben geliebt werden will, um jeden Preis. Leider, leider eine Möglichkeit. Sie haben eine vollkommen verdrehte Selbstwahrnehmung, solche verdeckt narzisstischen Mütter. Ich habe euch eben gesagt, sie glauben wirklich von sich selbst. Sie sind hochsensibel, total sensibel. So wollen sie sich oft sehen, aber ihnen fehlt da oft einfach auch ja, das Wissen, die Kompetenz, das vielleicht auch zu erkennen, dass es eben nicht so ist, dass sie einen Mangel an Empathie haben, was narzisstische Menschen eben haben. Sie überschätzen auch ihr eigenes Können häufig, ihr eigenes Wissen mitunter auch, ne, wenn sie wieder anfangen rumzuerzählen, was sie nicht alles hätten machen können. Ihr wisst ja, der Dunning-Kruger-Effekt, ne? Sie sind oftmals nicht kompetent zu erkennen, dass sie gar keine Kompetenz in gewissen Bereichen irgendwie auch haben. Und selbst wenn sie überfordert sind, vielleicht auch zu erkennen, Mensch, ich sollte da mal extern jemanden fragen. Sich als großartige Mutter zu sehen, ist eben auch so ein Punkt. Also sie lassen sich da auch jegliche Menschen, die vielleicht auch mal Kritik üben, darauf könnt ihr auch mal achten. Solche Mütter haben einen sehr stark wechselnden Freundesbekanntenkreis eben auch. Denn jeder, der mal vielleicht was sagt, in irgendeiner Hinsicht eine Kritik gibt, vielleicht auch mal erkennt, dass die Kinder mitunter auch, Tochter vielleicht auch leidet. Das ist, wie gesagt, ich habe gesagt, mit der Hauterkrankung, ne, mit der kleinen Lea war es ja, so jemand wird da mitunter auch weggebissen, weil solche Mütter wollen nicht irgendwas gespiegelt bekommen. Sie sehen sich selber als mega fürsorglich und als die wirklich aufopfernde Mutter. Ja, das ist natürlich sehr traurig und das kann eben einiges mit einem machen. Wir haben eben einiges auch schon angesprochen. Ich möchte euch noch mal ein paar Punkte sagen, bevor wir natürlich zu den Tipps kommen. Wir haben es eben schon betrachtet, der eigene Selbstwert leidet leider sehr stark. Die eigene Entwicklung, die man hat, leidet auch, Potenziale, die man hätte, man spürt ja auch, ja, was kann ich gut, was kann ich nicht. Ich finde immer, man hat da so ein Gefühl für, wisst ja, ich bei mir zum Beispiel, ich bin liebe Sport über alles, ja, und ich habe das auch schon, wenn ich so genau mal gucke, schon sehr, sehr früh gemerkt, dass ich einen Bewegungsdrang habe und Sport einfach liebe und neugierig bin, Neues irgendwie auch auszuprobieren. Und man hat, glaube ich, auch schon eine Idee vielleicht, welche Sportarten das zum Beispiel auch sein können oder vielleicht auch eine Begabung, die man hat, eine Leidenschaft, vielleicht auch Musikinstrument irgendwie zu lernen. Ja? Also das sind so Sachen und wenn das natürlich nicht gefördert wird, sondern man eher was machen muss, was man vielleicht nicht möchte, weil es so praktisch ist, ist es großer Käse, was nicht heißt, dass man das später noch machen kann. Und dann starke Unsicherheiten und Ängste, die man eben leider entwickeln kann. Ne? Dann möchte ich da nochmal zu sagen, eben auch, dass man wirklich sehr wütend häufig auf sich selber wird, sich selber runtermacht, zu seinem ärgsten Feind wird und nicht zu seinem größten Freund. Das ist auch Käse. Man umgibt sich leider, leider häufig mit genauso ungesunden Menschen und sehr stark narzisstischen Menschen, wenn man aus so einem Elternhaus mit einer verdeckt narzisstischen Mutter beispielsweise kommt. Die Chancen sind leider, leider sehr, sehr groß. Da liegen Dynamiken dahinter, auch erklärbare psychologische Dynamiken, aber das sollte man sich auch nicht zum Vorwurf machen. Man fühlt sich zu ungesunden Menschen auch hingezogen, zu Gruppen und Gemeinschaften mitunter auch, in denen man sich irgendwie bewegt. Ne? Man hat eine fehlende Identität mitunter, also man hat immer wieder so kleine Krisen, dass man denkt, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich? Die Selbstwahrnehmung ist eben falsch, ne? Man wird zum Tiefstapler, habe ich es genannt, wo Narzissten ja die größten Hochstapler sind, die immer alles Mögliche angeblich können, wird man selber zum Tiefstapler, ein ungesundes Match mit eben Hochstapler leider auch und Perfektionismus kann auch sowas sein. Man hofft eben auf Liebe und arbeitet sich eben daran total ab. Man hat Probleme eben, Dinge auch manchmal klar eben zu sehen, zu erkennen. Ich habe euch das gesagt, ne, dieses die Welt ist irgendwie schlecht, jeder meint es irgendwie schlecht mit einem. Also man denkt dann oft, Menschen machen etwas persönlich gegen einen, machen sie aber gar nicht. Ne? Und das kann ein Ding, eine Auswirkung sein. Im Übrigen Auswirkungen hier oben, hier unten auch nochmal ein wichtiges Video, es fällt mir gerade dazu ein. Man bleibt in den emotionalen Verstrickungen mit so einer Mutter einfach drinnen. Ja, ein Leben lang oder bis zum gewissen Alter, das kann auch sein, weil man eben, wie gesagt, häufig auf Liebe eben hofft. Und im Extremfall kann es sein, dass man auch zu so einer Art Partnerersatz der Mutter wird. Das habt ihr oft, wenn es dann noch zur Scheidung kommt oder der Partner irgendwie stirbt oder so, dass die sich dann diese Kinder nehmen, diese Töchter oft auch, und mit denen alles machen. Also quasi voller Fokus darauf und man dann aber als so eine Tochter dann gar kein eigenes Leben entwickelt, weil man sich die ganze Zeit nur um diese Mutter kümmert. Das ist auch alles andere natürlich als gesund. Ja, was kann man tun? Natürlich ist es, wie ich finde, niemals zu spät, das zu erkennen und auch was zu tun. Ich sage euch aber auch, das kommt keine Fee des Weges, die so Bing macht und dann ist alles irgendwie anders.
Das wäre fatal, euch das auch zu sagen, weil es so nicht ist, sondern wenn, dann ist es ein langer Weg. Ich sage auch eher, ist es eine längere Rucksackreise als ein Kurztrip übers Wochenende sozusagen, wenn man es damit vergleicht. Und man muss auch sagen, es wird einigen besser gelingen als anderen. Andere haben vielleicht auch gar keine großen Möglichkeiten, da was zu machen. Also ihr habt eine große Bandbreite und macht euch da auch keinen Druck. Ich finde es immer am schlimmsten, wenn man dann noch sagt, okay, jetzt habe ich es erkannt, jetzt muss Problem erkannt, Problem gebannt, ihr macht euch nur noch mehr fertig. Gebt euch Zeit, wenn ihr so aufgewachsen seid, sind das Jahre, Jahrzehnte und das kann man nicht mal so eben ändern, aber man kann sich auf den Weg begeben und da will ich euch jetzt mal helfen. Das eine ist sich dieser Dynamiken, in Klammern habe ich ihn dann schmerzlich bewusst werden. Das ist ein Prozess und der braucht Zeit. Das jetzt, was ich euch da eben gesagt habe, das kann wirklich sehr, sehr schmerzhaft sein und ihr solltet auch wirklich euch da die Zeit geben und das eben auch für euch so Schritt für Schritt eben sacken lassen. Das nächste ist die mögliche Bösartigkeit einer mitunter schwächer werdenden Mutter zu sehen und nicht in Mitleid zu verfallen. Das ist oft ein riesengroßes Problem, wenn die eben älter werden. Wenn ihr jetzt vielleicht schon selber etwas älter seid, ja, und das erkennt und eure Eltern sind eben schon älter. Und dann plötzlich aber zu sagen, ja, aber jetzt kann ich ja so keine Grenzen setzen, meine arme alte Mutter. Da müsst ihr aufpassen. Und auch gerade, wenn es ganz weit geht in das Thema Pflegebedürftigkeit, hier oben, hier unten auch nochmal, schaut da einfach, also da nicht in Mitleid zu verfallen, denn das ist an dem Fall wirklich fehl am Platz sozusagen. Das nächste ist mehr Konzentration auf sich und seine äußere und innere Heilung, habe ich es hier einfach genannt, ja. Viel, viel mehr, und da habe ich so viele Videos auch dazu, ja, habe ich auch in meinem Blog Artikel. Was tut dir gut? Was sind so Sachen? Ja, das muss man dann eben, wenn man aus so einem stark narzisstischen Elternhaus mit so einer Mutter kommt, eben erstmal lernen. Aber das ist doch in Ordnung. Wer ist man eigentlich? Und das heißt nicht, dass ihr heute oder morgen euren Job irgendwie kündigen müsst und dann plötzlich komplett was anderes. Manchmal kann man Dinge auch Schritt für Schritt angehen. Wenn ihr jetzt einen Job habt, ihr seid in einem gewissen Umfeld, ihr merkt aber, Mensch, jetzt kommen da irgendwie andere Interessen hoch. Ja, guckt doch einfach, wie ihr sowas Schritt für Schritt in euren Alltag integrieren könnt und ihr glaubt mal gar nicht, was da alles geht. Und da euch auf den Weg zu machen und auch mal zu gucken, was zu schnuppern in die eine Richtung, zu schnuppern in eine andere Richtung und vielleicht auch mal zu merken, das ist doch nicht das Richtige, das euch da viel, viel mehr Spielraum auch einfach zu geben und nicht so dieses Eingeschränkte von diesem Elternhaus, was man oftmals einfach auch hat. Dann auch sich zu überlegen, welches Umfeld mag man, wie möchte man leben. Also es ist ja oft so, dass man, wie gesagt, aus so einem ungesunden Umfeld kommt und da eben jetzt auch zu gucken, wie möchte man eigentlich leben, was tut einem eigentlich auch gut. Und da muss man sagen, da fand ich den Artikel auch so schön ansprechend, denn der hat auch so eine Aussicht gegeben, die ich euch auch schon seit vielen, vielen Jahren einfach sage, man kann eben gesunde und auch korrigierende Lebenserfahrung machen. Ich finde das so wichtig, ich sage es euch auch so oft, es kommt keine Fee, die einfach sagt über Nacht, bing. Und einfach nur, weil man vielleicht irgendwie Sachen mal irgendwie sich jeden Tag sagt, Glaubenssätze, so ein Punkt, was nicht heißt, dass es mal schlecht ist, aber die werden nicht die maximale Änderung sozusagen im Leben bringen. Wie auch, wenn man so aufgewachsen ist mit solchen Erfahrungen. Man sollte dann eben korrigierende Lebenserfahrungen machen. Das heißt, was Neues ausprobieren. Wie ich euch gesagt habe, in kleinen Schritten vielleicht zu denken, hey, meinen die es wirklich alles schlecht mit mir? Oder wenn jemand vielleicht mal irgendwie launisch war oder so, zu sagen, hey, vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag. Also den Blick auf die Welt ein bisschen zu verändern, aber auch sein eigenes Verhalten zu ändern. Das heißt, mal eine Grenze zu setzen, mutig zu sein, zu sagen nein, ja, oder auch mal um Hilfe zu bitten, einer guten Freundin zu sagen, du weißt du was, mir geht es gerade nicht so schlecht und ich kann gerade nicht einkaufen, bist du so lieb, du hast doch ein Auto, könntest du mir so ein paar Sachen vorbeibringen, ja? Eine gute Freundin wird sich dafür für euch einsetzen, die wird es machen, sie wird sich sogar freuen, euch mal helfen zu können. Und das sind so Sachen, das ist aber ein Prozess, wie gesagt, das ist nichts, was von heute auf morgen eben passiert, aber euch dann auch, wenn ihr da mal tolle Erfahrungen gemacht habt, merkt euch die. Packt euch die ins Gedächtnis, dass ihr dann immer wieder sagen könnt, schau mal, das hat doch geklappt. Und so kommt man Schritt für Schritt, wie so ein Puzzle, finde ich immer, ist das, ja, dass man dann da sich so ein bisschen rausentwickelt. Und dann habe ich hier noch bei Kindern mit so einer Mutter, habe ich noch geschrieben, auch in dem Artikel, es gibt Beweise dafür, dass die Erziehung durch Personen außerhalb der Familie die elterliche Unzulänglichkeiten auf wesentliche
Weise ersetzen kann. So, das heißt, manchmal, also deswegen hat es auch so eine große Bandbreite auf diese Auswirkungen. Ich habe sie genannt Lehrer, Tante, die an einen glaubt. Ja, das kann halt unfassbar hilfreich sein. Das sage ich euch auch, wenn ihr in eurem Umfeld vielleicht jemanden habt, wo ihr merkt irgendwie, okay, mit dem Kind, ne, da ist auch irgendwas, was vielleicht nicht so richtig gut ist, oder so ein Kind auch das Gefühl zu geben, und eben auch zu sagen, ich bin für dich da, auch da zu sein, ja, und diesem Kind auch ein positives Feedback eben zu geben. Und wenn ihr vielleicht auch Lehrer seid, ne, seid ihr ja sowieso sehr nah an den Kindern dran, eben zu gucken. Ihr müsst natürlich auch immer schauen, wo ist wirklich auch sofort Hilfe angesagt, irgendwie dem Kind so Hilfsmöglichkeiten vielleicht auch zu geben und dem Kind eben auch das Gefühl zu geben, ich glaube an dich, das machst du toll, das Kind zu loben. Das ist toll. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefreut. Ich finde es auch. Natürlich werden trotzdem, muss man auch ehrlich sein, wenn es verdeckt narzisstische Mutter man die hat als Tochter, das macht was mit einem, ja, aber trotz allem, ich sage immer, Narben werden bleiben, aber trotz allem kann man doch gucken, dass man sich trotzdem auf den Weg macht. Dann, jeder sollte versuchen, sich auf den Weg zu machen, Verletzungen, wie gesagt, für sich zu sehen, Probleme zu bearbeiten und auch zu sehen, potenziell ist eine Veränderung möglich. Ich sage das, wie gesagt, wichtig, potenziell, es ist super individuell, es kann auch nicht klappen, aber da eben auch diesen ganzen Spielraum zu nehmen, zu sagen, okay, guck einfach, wie es bei mir eben ist. Und wenn man selber narzisstische Tendenzen hat, kann ja auch sein, ja, aus so einem Elternhaus, muss man auch ganz deutlich sagen, und die vielleicht erkennt, ja, dann sollte man vielleicht auch gucken, dass man das Rad, habe ich sie genannt, nicht weiter dreht, Generation, sondern dass man und seine Kinder dann auch irgendwie so schlecht behandelt, sondern dass man sagt, okay, ich erkenne das, ich versuche jetzt selber andere Dinge zu machen, ich versuche meinen Kindern professionelle therapeutische Hilfe vielleicht auch zu geben, mir selber auch solche zu suchen. Also das ist auch wichtig, das war mir auch nochmal wichtig, das jetzt zu erwähnen. Drei Fragen, das erste ist, hast du eine verdeckt narzisstische Mutter und wie hat sich das gezeigt, beziehungsweise wie zeigt sich das vielleicht auch noch heute? Das zweite ist, was hat das für Auswirkungen gehabt? Also was hat es mit dir persönlich gemacht? Und drittens, was hast du bereits an korrigierenden Erfahrungen gemacht? Und wie kannst du schaffen, dich regelmäßig, auch wenn du mal verzweifelst, wenn du mal wütend bist oder so, oder zu gewissen Dingen tendierst, wie kannst du dich daran nochmal so ein bisschen mehr erinnern? Meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, liked es gerne, schickt super gerne an jemanden, dem es auch helfen könnte. Ihr findet jetzt hier alle Videos, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch immer super gerne melden. Ich wünsche euch allen eine zauberhafte Woche. Genießt die Zeit. Ich für meinen Teil, ihr wisst ja, Sport, habe ich euch eben gesagt, meine große Leidenschaft, gerade radel ich über Stock und Stein und hin und her und macht mir total Spaß und ich freue mich, wenn ihr nächsten Samstag wieder auf meinem Kanal den Narzissmus verstehen vorbeischaut und dann gucken wir uns ein nächstes Thema an. Macht's gut, bis dahin, bis dann, tschüss!